Ja, die dicke 1:4 Klatsche gestern Abend gegen Werder Bremen, die hat gesessen. Und die Konsequenz, nicht nur Trainer Bruno Labbadia muss gehen, auch Manager Michael Preetz. Nach 12 Jahren bei Hertha BSC räumt er ebenfalls seinen Stuhl. Nur 4 Siege gab es in der aktuellen Saison für Hertha und momentan trennen den selbsternannten Big City Club sogar nur 2 Punkte vom Relegationsrang. Und das alles trotz 150 Millionen Euro für neue Spieler. Ja, der Gesprächsbedarf ist groß. Klar, dass in unserem Bundesliga-Podcast Hauptstadt-Derby darüber heute heiß diskutiert wird. Heute ausnahmsweise mal als Livestream mit Bild auf rbb24.de und auch als Facebook Live. Da wird dann auch Hertha-Legende Axel Kruse sicher wieder ordentlich vom Leder ziehen. Ja, auch für Union gab es ja gestern eine Niederlage in Augsburg, allerdings ohne personelle Konsequenzen. Und trotzdem sorgte eine Personalie dann doch für Aufsehen. Ex-Union-Torhüter Rafael Gikiewicz war es, der was gegen den Unioner Punktgewinn einzuwenden hatte. Ja, noch mehr Hintergründe zum Personalbeben bei Hertha BSC mit Einschätzungen und auch Analysen unserer Sportexperten finden Sie online auf rbb24.de, wenn Sie mögen. Und hier übernimmt Britta nochmal.